Von Klosterneuburg nach Weidling. Schwarzes Kreuz. Nach der Abfahrt zuerst gerade weiter. Und die nächste Gasse links einbiegen. Rechts in die Gasse entlang des Weidlingbaches einbiegen. Links halten und durch die Furt fahren. Nicht den schwarzen Schönstatt-Trail bergauf fahren, sondern auf der Straße bleiben. Die Straße geht in den steilen Uphill-Trail Sulzwiese über.
Beim Sendemast rechts in Schotterstraße einbiegen. Karl Grünburger Weg zum Gasthaus Agnes Bründel. Das Gasthaus Agnes Bründel. Rechts hinter dem Gasthof geht es weiter auf dem Hermannskogel. Die Besichtigung der Habsburgwarte auf dem Hermannskogel lohnt sich der Aussicht wegen.
Auf den Hermannskogel führt eine rumpelige Rampe. Hier rechts sind wir vorhin vom Agnesbründel heraufgekommen. Abfahrt zum Grösti Gottwirt. Vorsicht bei der Straßenquerung beim Grösti Gottwirt. Nun den zweiten Pfad zum Roan Trail nehmen. Der Roan Trail. Am Roan Trail herrscht reger Gegenverkehr. Hallo, hallo.
Frage drücken. Ja. Hallo. Da Ich bin ja. Thank you.
Das jetzt. Kurzes Straßenstück zwischen unteren und oberen Rohantrail. Bei der heraufkommenden Straße gerade weiter. Und dann schräg rechts in den oberen Rohantrail. Was ist das? Der Blütenwiese Trail zum Exlberg.
Hier gibt es schöne Blütenwiesen unter lichtem Wald. Zum Sendeturm muss man links von den Schranken auf ein Asphaltsträßchen fahren. Trail Scheiblingstein. Wer den rechten Kahnweg fährt, gelangt direkt zum Bogenschießgelände. Rechts einbiegen in den Familienparcours Zauberwald.
Am Ende des Parcours muss wieder auf die Hauptstraße gewechselt werden. Unmarkierter Trail nach Hainbuch. Nach der Schotterstraßenquerung den rechten Pfad weiter. Vor einer Fahrverbotstafel muss man auf die Straße wechseln. Hängender Stein. Auf einen Holzablagerplatz fahren, den ersten Pfad links liegen lassen, und schließlich schräg links in den Wald fahren. Thank you.
auf die Kuppe eher etwas rechts zusteuern. Und den Karrenweg über die Kuppe nehmen. Beim Bankerl das Rad abstellen und zu Fuß den hängenden Stein erkunden. Abkürzungstrail zur Windischhütte. Dies ist ein Uphill-Trail. Die Windischhütte. Abfahrt über den langen Bergrücken Richtung Klosterneuburg.
Weinfelder. Der Single startet hinter der Burgertofer Sternwarte. Der Wiesentrail startet nach dem Rastplatz. Zum Schluss kann man schräg über die Wiese zur Straße fahren. Vor Klosterneuburg gibt es eine rasante Abfahrt. Hinweistafel zur Reblaus, ein Weinbauschädling. Rathausplatz in Klosterneuburg.